In diesem Obstgarten im Neuenheimer Feld, der von der Universität als klassischer deutscher Obstgarten angelegt wurde, nur Äpfel, Birnen, Pflaumen und Kirschen, ja, wachsen unter anderem viele Apfelbäume. Der Apfelbaum ist ja wahrscheinlich der wichtigste Obstbaum in den gemäßigten Breiten. Er ist relativ anspruchslos, er trägt relativ regelmäßig. Man kann sehr viel aus den Äpfeln machen. Aber der wichtigste Grund, warum generell so viel mehr Apfelbäume als Kirsch- oder Pflaumen- oder Birnbäume angepflanzt werden, ist die Haltbarkeit der Früchte. Ja, meine Mutter hat irgendwann mal im Juli Sommeräpfel in den Keller getan und im nächsten Mai waren sie noch essbar. Und die Äpfel, die man im Oktober, November erntet, die kann man oft noch im nächsten Sommer essen oder verkaufen, wenn man sie vernünftig gelagert hat. Und heutzutage kann man ja viel exotisches Obst relativ schnell mit Schiffen, Eisenbahnen, Lastern oder sogar Flugzeugen, was ich aber nicht empfehlen würde, um den halben Erdball schippern. Oder man kann relativ aufwendig mit Kühlanlagen und Herbiziden sehr viele andere Obstarten auch Wochen oder Monate lang lagern. Aber mit den traditionellen, primitiven Methoden, die der Mensch ja tausende lang hatte, konnte man eigentlich so gut wie nichts außer den Apfel lang genug bis zur nächsten Obsternte lagern. Daher also ein sehr wichtiges Obst in gemäßigten und warm gemäßigten und auch kalt gemäßigten Klimaten. Naja gut, und wenn die Äpfel nicht lang genug gehalten haben, hat man halt das hessische Stöffsche oder der Apfelwein, der hier in Südwestdeutschland sehr beliebt ist, daraus hergestellt, oder auch Apfelschnaps. Eine sehr interessante Obstart. Ich werde jetzt hier noch keine Äpfel probieren. Wir versuchen ja, möglichst viele exotische Obstarten auch geschmacklich vorzustellen. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Kaki-Pflaume vorstelle, möchte ich die auch probieren. Beim Apfel, ich denke, alle wissen, wie ein Apfel schmeckt. Es dürfte vielleicht ganz interessant sein, hier durch den Garten zu laufen und sich nach und die verschiedenen Sorten zu erforschen. Aber ich mache dieses Video im Prinzip zur Unzeit. Die Blüten sind schon weg und die Früchte sind noch nicht essbar. Nicht essbar heißt aber nicht nutzbar. Also in dem Stadium könnte man sie schon ernten, zum Beispiel um Pektin daraus zu gewinnen. Wurde auch und wird auch teilweise noch gemacht. Aber ich möchte über noch einen sehr bedeutenden, wichtigen Charakterzug des Apfelbaums reden. Der Apfelbaum ist nämlich auch so etwas wie eine Klima- oder Wetterstation. Wann beginnt der Frühling in Deutschland? Naja, wenn die Äpfel blühen. Wann blühen die Äpfel in Deutschland? Im Frühling. Man muss dabei allerdings vorsichtig sein. Was bedeutet das, dass die Äpfel im Frühling blühen und dass der Frühling kommt, wenn die Äpfel blühen? Naja, es gibt im Prinzip, also jede Pflanze muss zu irgendeinem Zeitpunkt, oder jede Blütenpflanze mehr oder weniger, muss zu irgendeinem Zeitpunkt blühen, Früchte ansetzen und die müssen dann ausreifen. Dieser Zeitpunkt sollte für die Pflanze relativ günstig sein. Die Pflanzen, die zu ungünstigen Zeitpunkten blühen und fruchten, sind größtenteils schon ausgestorben. Ja, wie machen das denn Pflanzen? Wie erkennen Pflanzen, wann der richtige Zeitpunkt für die Blüte ist? Naja, manche machen das ganz stur nach der Länge des Tages. Wenn die Tage länger werden, dann wird geblüht und gefruchtet auf Teufel komm raus, egal wie das Wetter aussieht. Andere wiederum machen das nach dem Wetter. Der Apfelbaum ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Lange, kalte Wetterperioden, die von warmen, oft sonnigen Wetterperioden gefolgt werden, bringen ihn zum Blühen. Das heißt also, erst haben wir den langen, kalten Winter. Wenn es dann im Frühling
warm und sonnig wird, fängt er an zu blühen. Und er wird nicht nur von den Bauern so als Bauernregel benutzt. Naja, wenn der Apfelbaum blüht, dann kommt der Frühling. Nein, auch der Deutsche Wetterdienst benutzt den Apfel als offiziellen Indikator für den phänologischen Frühlingsanfang. Was ist der phänologische Frühlingsanfang? Na gut, es gibt den kalendarischen Frühlingsanfang. Da bestimmt der Papst in Rom, wann der Frühling anfängt. Es gibt natürlich den meteorologischen Frühlingsanfang. Man kann halt nach irgendwelchen Kriterien, Durchschnittstemperatur, Höchsttemperatur, Tiefstemperatur, einen Zeitpunkt bestimmen, wo der Winter in den Frühling übergeht. Aber es gibt noch die andere Möglichkeit, die der Deutsche Wetterdienst auch nutzt. Man nimmt sich irgendeine Pflanze, die jeder kennt, die für die Bevölkerung wichtig ist und die in fast ganz Deutschland wächst. Es gibt nur wenige Gebiete, Hochlagen des Schwarzwalds, des Allgäus, des Bayerischen Waldes, einige anderer Mittelgebirge, wo der Apfelbaum nicht wächst. Dort, wo er nicht wild wächst, da wird er angebaut. Und der Wetterdienst nimmt auch nicht den wilden Holzapfel, sondern den Apfel in den Streuobstwiesen. Das Einfache dabei ist, es gibt fast überall in Deutschland Landwirte. Fast überall, wo es Landwirte oder Kleingärtner oder auch nur Hausbesitzer gibt, gibt es Apfelbäume in fast jedem Klima, das für deutsche Verhältnisse wichtig ist. Für die Landwirtschaft sind so Hochlagen des Schwarzwalds und des Allgäus fast nur für die Forst- und Weidewirtschaft wichtig, aber nicht für die Obstbaumwirtschaft. Na gut, und viele Leute beobachten auch die Apfelbäume. Man erkennt den Apfelbaum. Und man erkennt auch, wenn die Apfelblüte anfängt. Wunderschön, die Bäume bedecken sich mit rosa Blüten. Gleichzeitig sind schon die jungen Blätter raus. Also es ist nicht so wie bei Bäumen wie zum Beispiel dem Kirsch- oder dem Kirschpflaumenbaum, bei denen die Blüten zuerst auftauchen. Nein, es gibt schon kleine Blättchen, wenn die Blüten beim Apfelbaum auftauchen. Ja, sie sind sehr auffällig und ja, im Prinzip braucht der Deutsche Wetterdienst nichts zu machen, als viele tausend Leute in vielen tausend deutschen Gemeinden zu fragen, blühen bei euch schon die Apfelbäume? Und dann kann er eine Karte des Frühlingsanfangs machen. Und im Prinzip gibt es auch in fast jedem deutschen Schulatlas diese Karte. Die heißt dann phänologischer Frühlingsanfang, Zeitpunkt der Apfelblüte. Hat wahrscheinlich fast jeder, der eine deutsche Schule besucht hat, auch irgendwann mal in seiner Schulzeit gesehen. Ja, allerdings ist der Apfelbaum ja nicht immer ganz so zuverlässig. Ja, im Frühling kann er anzeigen, wenn es warm genug ist für die Apfelblüte. Aber manchmal blühen diese Apfelbäume ja auch zu anderen Zeiten. Also ich habe zum Beispiel schon Apfelbäume erlebt, die nach einem kalten und verregneten August mit einstelligen Temperaturen in einem warmen und trockenen September wieder geblüht haben. Ich habe auch Apfelbäume mehrfach gesehen, die nach einem kalten und feuchten September im Altweibersommer im Oktober geblüht haben. In manchen Fällen nach einem kalten und feuchten Oktober, wenn es im November noch ein paar warme Tage und Wochen gibt, blühen sie auch schon im November. Ist das ein Vor- oder ein Nachteil? Ja, dann fängt halt der Frühling im September, Oktober oder November an. Na gut, für den Deutschen Wetterdienst ist das im Prinzip kein Nachteil. Denn ja, gut. Würde so etwas einen Monat vor oder nach dem normalen Frühlingsanfang passieren, würde man sagen, ja, der Frühling hat jetzt im Februar angefangen oder vielleicht erst im Mai angefangen. Naja, wenn die Apfelbäume im September, Oktober, November blühen, klar, ist das dann kein richtiger Frühling, aber man kann daran wieder mal erkennen, dass wir in den letzten Wochen eine Witterung hatten, die an Winter und Frühling erinnert. Ein sehr kalter August mit Temperaturen um die 10 Grad oder drunter, Höchsttemperaturen um die 10 Grad oder drunter und dann ein warmer, trockener September. Das fühlt sich nicht nur für den Menschen an wie ein zweiter Frühling, sondern auch für den Apfelbaum. Also, wenn ihr das nächste Mal im Frühling oder auch zu irgendeiner anderen Jahreszeit einen Apfelbaum blühen seht, könnt ihr den Apfelbaum als eure Wetterstation benutzen. Und sagen so,
In diesem Gebiet, wo diese Apfelbäume blühen, hat es wohl eine mehrwöchige oder mehrmonatige Kälteperiode gegeben, gefolgt von einer mehrwöchigen Schönwetterperiode.